Ja, hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Earthbound und das ist mein letztes von der Vierer-Serie Videos. Wir haben Master Belch besiegt, also der Meister Kotzbrocken. Und ich glaube, wir müssen ja jetzt in eine Wüste gehen. Und bevor ich das mache, will ich doch wirklich noch gucken. Zum Telefon. Und gebe da ein paar Sachen unserer lieben Schwester ab. Genau. Talk. Und wir ist Cargo Express und geben hier ein paar Sachen ab. Ja, hey, Big Bro, du bist es, ich bin es, Tracy. Ich arbeite halbtags bei der Cargo Express. Was kann ich für dich tun? Okay, wir möchten gerne ein Pickup. Und... Okay, ich glaube, jetzt kommt sie zu uns dann irgendwann. Ich glaube, jetzt muss... Die kommt auch bis nach Saturn Valley. Wenn ich mich da nicht täusche, kommt da jemand vorbei. Genau. Und hier ist er schon. Hallo, hier ist der Cargo Express. Das kostet dich 18 Dollar. Kannst du diese Rechnung bezahlen? Na klar können wir das. Und was möchtest du, dass ich mitnehme? Ich kann bis zu 3 Sachen mitnehmen. Okay. Sicher. Hilfreich Franklin Badge gebe ich nicht. IQ Capsule ist nicht das, was ich geben will. Paula, was hatten die denn noch? Backstage Pass, den gebe ich mal weg. Ja. Was wollen wir noch geben? Hat da nicht der liebe Jeff noch ein paar unmögliche Sachen? Jar of Fly Honey. Ich weiß nicht, ob wir denn wirklich noch weiter brauchen, aber ich guck, was der hat. Broken Iron Bomb, Rust Promoter, Broken River, HP Sucker, Bad Key Machine, Pack of Bubblegum. Brauchen wir das nochmal? Es könnte sein, dass wir das nochmal brauchen. Aber Bad Key Machine, ich gebe das mal weg. Wir können das immer wiederholen, eigentlich normalerweise. Gucke ich noch, ob da noch was ist, das ich abgeben könnte. Denn so kann ich die ganzen Sachen besser... Ich glaube, die Popgun, die gebe ich auch weg. Okay. Das werden wir alles weggeben. So. Jetzt ordnen wir die Sachen noch ganz fix mal neu an. Denn sonst können wir da gar nichts machen. IQ Capsule, komm, ist die. Eine Flex ist schon gut, wenn er die isst. IQ ist nach oben. Dann der Arme muss so viel. Also ich gebe das der lieben Paula. Moment, die kann das sicher tragen, genau. Und dann bei den Goods mache ich noch. Okay, Broken Laser geben wir natürlich dem Jeff. Genau. Und ich glaube, da ist alles. Und die Bomben. Die geben wir auch dem Jeff. Genau. Paula kann mit denen nicht umgehen. Dann geben wir die auch noch dem Jeff. Ja, tut mir leid, dass ich hier gerade im Moment das alles umordne. Aber nur, was ihr gerade sehen könnt, was ich hier mache. Der Jeff hat nochmal... Habe ich noch was? Protractor. Ich glaube, da gebe ich auch noch einen Jeff. So. Genau. Ich glaube, jetzt ist es... Und die liebe Paula ist ja nicht so geübt, mein Bionic Sling. Ich könnte die auch noch dem lieben Ness kaufen, was ich jetzt gerade noch mache. Ich kaufe dem lieben Ness auch noch eine Bionic Slingshot, denn das verbessert ja auch seine ganze Sachen. Seinen Angriff. Ich glaube, die haben wir bei ihm gekauft, stimmt das? Hihihihi, du kannst was kaufen? Oh, du kannst auch verkaufen. Ich bin Mr. Saturn Moin, ich kann alles für dich tun. Was willst du so? Okay, wir möchten was kaufen. Und...
Horn of Life, Peanut Cheese Bar, Refreshing Herb. Ich kaufe da noch einen Refreshing Herb, aber zuerst kaufe ich hier Bionic Slingshot. Hihi! Ja, das muss ich jetzt nicht nochmal machen. So, okay. Ich möchte nochmal eine Bionic Slingshot, yeah. Und das sollte der liebe Flex nehmen. Und wir equipen das, yeah, zu 83, sehr gut. Meine League Bag will ich nicht mehr. Das ist sehr gut und mehr brauchen wir eigentlich hier auch nicht mehr. Genau. Und da kaufen wir noch ein Refreshing Herb. Ich glaube, das ist immer gut, was wir, wenn wir das nochmal kaufen. So. Schade, dass man hier nicht mehrere Refreshing Herbs kaufen kann. Auf einmal. Dann müssen wir nicht die ganze Zeit... Also nochmal ein Refreshing Herb. Und das gebe ich da Paula. Genau, ja, die hat noch genug Platz. Sehr gut, ja. So, und schon haben wir das erledigt. Und ich glaube, aufladen. Können wir uns da wirklich... Nee, warte. Ich kann mich vielleicht noch im Pool aufladen. Oder ist es nur in Mother Dry? Da frage ich mich eben. Ich verwechsel das vielleicht auch mit Mother Dry. Irgendwie. Warten wir mal einen Moment, denn in Mother Dry ist es sicher so... Made you feel reborn. So, raus hier. Nee, das bringt gar nichts. Wow, und der Jeff ist ja auch ziemlich unter benebelt. Und beim... Ah, beim Doktor. Da müssen wir auf jeden Fall schnell... So, ich glaube, ich kette das schnell raus. The Defense Spray. Ja, mal gucken, ob der uns was bringt. So, jetzt sollten wir gut geheilt sein, um uns die nächste Mission zu bringen. So, hier müssen wir natürlich rauf zu der Hot Spring und gegen die ganzen bösen Kämpfe hindurch. Ihr habt ja schon gesehen, ich war hier schon mal in dieser Höhle. Ah gut, ne, ich muss auf der anderen Seite durch. Genau hier, neben Space Coffee. Und jetzt hier, wow, Attack auf ganz vielen Gegnern, shitty. Und die sind eben hier schon ziemlich fies. Und ich glaube, ich mache da Hardcore einfach mal das Schärfste. Fire, better, shoot. Okay, ah, ich probiere mal mit dem... Polar, nee, nicht Polar. Warum Polar? Flex, das ist Shoot. Das ist so... Nee, Psy. Zocken. Polar, mache ich Fire better. Genau. Und Chef, könnte ich mal ein Defense Spray... Ah, der funktioniert so. Rust Promoter, Broken Laser ist noch kaputt. Protractor, ich weiß gar nicht mehr, was es bedeutet. Muss ich mal ausprobieren. Oh nein! Nein, sie ist bepilzt! Okay, Damage to the... Okay, das gibt schon mal recht viel Schaden und der ist schon weg, das ist schon sehr gut. Is attacking, Flex tried side zocken. So, geht hin alle bitte. Yeah, der ist weg. Und du bist zahm. Und zum Glück hat es nicht Flex getroffen, denn sonst hätten wir wieder... Flex ist 30, cool! Sonst müssten wir wieder rückwärts laufen und ich glaube, das ist dann nicht so schlimm, wenn das die liebe Paula hat. Oh Gott. Seht ihr hier? Nein! Oh, nein. Geht weg! Shitty! Dann kämpfe ich mit dir allein. Okay, Scheiße, es ist doch nicht so gut, wenn die liebe Paula einen Pilz hat und die greift dann uns selber an. Also muss ich mal Healing machen vom lieben Jeff. Denn ja, Jeff vermöbelt dann. Scheiße. Okay, oh, wo sind wir hier? Okay, hier sollte es nicht gefährlich sein. Nein! Nein!
Okay, das war doch sehr HP-intensiv. Jetzt soll es klappen. Da waren drei. Und jetzt sind sie nicht mehr. Siehst du, lieber Shepard, es hat manchmal schon seinen Vorteil, wenn man zurückgeht. Da kann man Kämpfe vermeiden. Okay, hier in die Wüste sollte es dann gehen. Sind das böse Sachen? Nee, sind es nicht. Okay, ein Päckchen. Was wird sich darin befinden? There is a coin of slumber. Flexstack und coin of slumber. Das kann man equipen. Genau. Das hat jetzt der liebe Flex. Das kann ich noch schnell mal zeigen. Must be equipped as other. Increases your defense and luck. Dann mache ich das auch gerade. Dann equip mich das. Denn das ist wirklich nicht schlecht. Coin of Slumber. Das hat schon was gebracht. Und wenn wir schon bei Good sind, jetzt haben wir hier einen Hard Hat noch. Den können wir droppen. Wir können ihn auch verkaufen, aber das mache ich jetzt nicht. Und so haben wir wieder ein bisschen Equipment frei. Oh! Oh oh. Ja, ich glaube, das mache ich jetzt noch, denn hier ist der nächste Gegner. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was das ist. Und ich glaube, es gibt jetzt vielleicht ein wenig Überlänge, aber ich rede da mit diesem Typen. Aber zuerst einen schnellen Cut. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob ich das mit der Verpilzung von der lieben Paula schaffe, denn ich weiß gar nicht mehr, was hier kommt. Du bist endlich hierher gekommen. Das ist der dritte von deinen Sanctuary Locations. Aber die gehört jetzt mir. Nimm sie von mir, wenn du es wagst. Wer ist es denn? Oi, Trillionage Sprout. Jo, dann wollen wir mal gucken, was der so drauf hat. An wen kann ich mich wirklich gar nicht mehr so erinnern. Ich versuche einfach mal, ist vielleicht gut, ein Schild zu machen. Paralysieren oder Hypnose. Ich mache vielleicht mal ein Schild um die arme Paula, denn die ist nicht so schick. Dann mache ich mit ihr Thunder. Was habe ich noch? Shield. Oh, Psy-Shield. Kann der Psy? To all of us. Das mache ich mal. Dann mache ich mit ihm Bottle Rocket. Natürlich auf ihn. Das will ich jetzt mal gucken, wie das sich anfühlt. Body was protected gegen psychische Angriffe. Mal gucken. Okay, 100 Reizen. Sprout tried life up. Ui, fuck you, Mann. Das geht ja mal gar nicht. Psy Magnet. Drained from Paula. Oh nein. Paula's body was protected through the glare with his eerie eyes. It did not work on Jeff. Ja, sehr gut. Jetzt mache ich mal ein. Oh. Mach das zu allen, ja genau. Nee. Psy zocken alle. Und dann Paula, sollte mal ein Thunder machen, wahrscheinlich. Und der macht mal wieder eine liebe Bombe. Okay, Bombe 75, das ist nicht so krass. Polar Track P. Yeah, es hat getroffen. Ja, zum Glück. Okay, das zweite Mal nicht, denn es hätte mehrere. Wow, 4 Damage ist nicht so krass. Zocken, mal gucken, ob das wirkt. Okay, hoffentlich gehen die toughen Mobile Sprouts bald mal kaputt. Tried Psy Magnet. Oh, cool, cool. Sie versuchen es immer, tried Psy Shield. Oh oh. Bei Psychic Shield. Okay, dann mache ich einen normalen Kick auf den. Boah, was hat die? Hat die noch was zum Werfen? Ich kann das mal werfen. Psy, ja, ich will ihn herumfinden. Char Fly Honey. Didn't smell like something he would like. Okay, geht nicht. Wow, ey, ja, das ist nicht so schlimm. Hier, geh weg. Ja, geh weg schon mal. Sehr schön. Spice und Children Sprouts Offenses 45, Defensive 88, 100. Psy Fire. Jeff saw a present behind the enemy. Inside the present there was a spring of parsley. Ach cool! Okay! Wow! Hey! Okay. Fire ist allergisch und
Ich mach Fetzen, komm. Ich will das gewinnen hier. Psyfire mache ich natürlich better. Und ich habe noch eine Bombe. Oder dieses Parsley-Zeugs. Das will ich jetzt nicht brauchen. Ich mach HP Sucker. Auf ihm. Mal gucken. Yeah, 173. Ja, cool, wenn ich das von Anfang an gewusst hätte. Stop moving. Sehr gut. Glared with this area. I didn't work on flags. So, komm, komm. Wie viel? 134. Jo, nicht so schlecht. HP Sucker. Funktioniert das auf ihn? It didn't work. Nein! Nein! Okay, ich habe nur noch 7. Das geht gar nicht. Recover. Wie viel braucht das? Ich glaube, ich recovere die liebe Paula. Denn das ist das Letzte, was ich noch tun kann. Und Psyfire. Wie viel gibt das? Das ist 12. Ja, brauche ich natürlich. Gut. Und ich werfe da nochmal eine Bombe rein. Sehr schön, sehr schön. Die ist geschützt für den Moment. Okay, da hat nicht so viel Feeling funky. Okay, Paula tried Psyfire. Zum Glück hat sich nicht uns getroffen. Sprite glare with Syria. Jeff was... Nein! Scheiße! Jeff ist außer Gefecht, glaube ich. Okay, dann kicke ich ihn mal. Und haben wir noch was zum unsere Sachen? Pack of Bubblegum, Refreshing Herb. Das wirkt nicht, das Refreshing Herb. Kann sie noch irgendwie das kleinste? 6 kostet das. Na, das geht gar nicht. Dann muss sie halt mal... Ah, cool, sie hat immerhin getroffen. Tried paralyzes. Oh oh, wen hat sie paralysiert? Did not work on Paula. Ah, cool. Okay, das geht, funktioniert auch. Der hat viel Energie. Okay. Okay, okay, okay. Muss ich kurz gucken? Okay, da geht gar nichts im Moment. Dann einfach normal. Und... Diamondized. Kann ich das nur heilen lassen von einem Arzt? Wow, cool. Sie trifft sogar. Nein! Nein! Child Paralysis. Okay, das funktioniert alles im Moment nicht. No work und Flex. Sehr gut. Okay. Cool, die trifft immerhin. Das könnte länger gehen. Oh, Psyche Shield made Psy Flash disappear. Cool. Oh nein! Became Tame, yeah! Ich hab's noch geschafft! Yuppie! Wow! Krass! So viel! Shitty, shitty! Wow, geil, aber leider ist der liebe Jeff dann nicht mitgekommen. Das ist scheiße. Wow, das gibt ganz viele Level-Ups, Mann. Krass, Mann. Yo, cool, was ich das geschafft habe. Das hatte ich jetzt nicht geglaubt. Und wir sind am dritten und ihr seht auch, wie Jeff aussieht. Ganz geil. Oh, sie sind wie normal. Yeah, super. Flex. Auch wenn die Mutter von Flex sehr weit weg ist, hat sie gesagt, sei ein sehr starker und nachdenklicher Junge. Und der Musikstein von Flex hat natürlich die Melodie aufgesogen vom Milchbrunnen oder Milky Well, sag ich dem einfach so, bevor ich es alles total falsch übersetze. So, ja, jetzt muss ich... haben wir alles hier? Okay. Ich gehe jetzt noch zu einem Safe Point. Ja, ich glaube, das ist das Einzige. Ja, genau. Hier können wir nicht weiter. Okay, scheiße, hier kommen noch viele. Oh, yeah, yeah, yeah. Smetterling, Smetterling. Und wir sind so stark geworden. Cool, dass uns die Gegner davon rennen. Das ist ja wirklich mal was Schönes. Okay. Rennt weg. Ja, rennt weg. Ist mir egal. Ist mir egal. Rennt alle weg, denn ich mag jetzt im Moment nicht mehr kämpfen. Gehen wir noch Saturn Valley zurück, um
Okay, ich mag nicht kämpfen. Nö, nö, nö. Ja, jetzt kommen natürlich alle wieder. So, yeah, schnell mal zurück. Jetzt mag ich nicht mehr kämpfen. Es ist genug. Es ist genug. Ich habe doch einiges erreicht. Ich bin wirklich super froh und dankbar, dass das eigentlich alles so glatt von der Bühne ging. Supi. So, schnell mal aufladen gehen und speichern. Und dann übergebe ich doch dem lieben Jack das Ruder wieder für die nächsten 4 Videos. So. Telefon und unserem Vater angerufen und gespeichert. Und ja, der liebe Buzzerflex wünscht euch allen eine schöne gute Nacht, einen schönen guten Morgen, schönen guten Mittag, welche Uhrzeit auch immer. Alles Gute. Ciao.